Tech-Time, Hallöchen. Ich mache schon wieder einen Tech. Mein Gott, so langsam habt ihr wirklich die Schnauze voll, mich immer im selben Outfit zu sehen, ne? Tut mir leid. Ihr wisst, ich drehe immer, wenn ich Zeit habe. Es haben sich so viele Techs angehäuft, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich das auch. Halloween ist schon länger vorbei, trotzdem, ich bin getaggt worden, also mache ich den Halloween-Tag auch. Sorry. Fühlt euch zurückversetzt in die Vergangenheit. 15 Fragen, fangen wir an. Magst du den Herbst? Wenn ja, was magst du daran? Das habe ich schon mal hier beantwortet. Ha, praktisch. Spare ich mir die Antwort. Magst, feierst du Halloween? Das habe ich schon mal... Okay, nein, ich antworte. Ich feiere Halloween nicht, aber ich finde es ganz cool. So, welches ist dein Lieblingshorrorfilm? Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Die Neuverfilmung von Shining war gut. Das Problem ist, ich lese gerne Horror. Ich gucke aber nicht gerne Horrorfilme. Ich habe eigentlich keinen Lieblingshorrorfilm. The Stand ist kein Horrorfilm, oder? Ist eher so ein Endzeit-Epos. Schwierig. Dann bleibe ich bei der Neuverfilmung von Shining, weil... Ich weiß nicht, also sonst fällt jetzt kein Horrorfilm ein, den ich wirklich gerne gucke. Ja. Manche waren schon gut. Also wenn ich mir jetzt hier... Jetzt komme ich nicht auf den Titel. Glaubt das? Liegt mir auf der Zunge? Wie ist denn das mit dieser kleinen komischen Puppe und der Falle? Ihr wisst es bestimmt. Da fand ich den zweiten ganz geil. Der erste war auch gut, aber der zweite war okay. Der dritte war jetzt nicht so das Wahre. Ich glaube, es gibt sogar einen vierten, ne? Egal. Nö, sonst... Ich bin, wie gesagt, nicht so der Horrorfilmgucker. Ich lese Horror gerne. Und ich mag Mystisches und so, aber so Horror- oder auch Splatterfilme gar nicht. Nee. Lustige Splatterfilme vielleicht. Zombie-Sachen mag ich gar nicht. Glaubst du an Geister? Nicht wirklich. Also, ich finde es spannend, sowas zu lesen und so, aber ich glaube da nicht dran. Also, ich glaube da nicht an Figuren, die mit Nachtbetttüchern umhangen sind und durch die Gegend wandern. Das glaube ich nicht. Aber ob es irgendwelches, weiß ich nicht, was gibt, was wir nicht kennen, kann sein. Die Menschen früher wussten auch nicht, dass es kleine Partikel in der Luft gibt, die da rumfliegen. Die konnten sie ja nicht sehen. Und ob es da was gibt, das weiß ich nicht. Habe ich mich nie mit beschäftigt. Was war dein gruseligstes Erlebnis? Was ist dir einmal was Unerklärliches, Unheimliches passiert? Was Unheimliches passiert? Überlegen. Das gruseligste Erlebnis. Unheimliches passiert. Nichts in der Form. Also, nicht so wirklich. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Nö. Kann ich jetzt so nichts sagen. Gruselig war, dass ich beim Versteckspiel ja mal in einem Raum war, wo lauter Spinnen waren und eine genau auf den Griff zukrabbelte und ich da nicht mehr rauskam und überall waren die Spinnen. Aber das hat ja nun nichts mit Geistern oder Halloween oder Gruseln in dem Sinne zu tun. Bibi Blocksberg oder der kleine Vampir? Dann wähle ich den kleinen Vampir, weil Bibi Blocksberg habe ich nie geguckt oder gehört. Das war noch, weiß ich gar nicht, gab es das zu meiner Zeit? Oder kam das erst später auf? Ich weiß es nicht. Kleinen Vampir kannte ich, Bibi Blocksberg habe ich nichts mit zu tun gehabt. Als welcher Gruselcharakter würdest du dich gern einmal verkleiden? Gruselcharakter. Oh ja, das wäre cool. Als Robbie Williams. Hä? Robbie Williams? Ja, in seinem Video, wo er sich die Haut abgezogen hat. Das sieht bestimmt cool aus. Bastelst du gerne? Ich habe früher gern gebastelt. Das Problem ist, ich kann es nicht. Ich bin mit zwei linken Händen ausgestattet, was das angeht. Ich bin total unkreativ im Selbermachen. Total. Unglaublich.
Gäbe es keine PCs, würde ich nicht mal irgendwie da grafisch irgendwie was machen. Also ich kann weder malen noch basteln. Ich bin da überhaupt nicht für geeignet. Wenn ich denn aber was mache, dann mache ich es ganz gern. Egal, wie scheiße es aussieht danach. Wenn ja, zeig was. Okay, gut, dass ich Nein gesagt habe. Ansonsten, ich zeig euch mal meine Tonsachen, die ich mal in der Kur gemacht habe. Ja, also das ist so das Einzige, wo ich mal sage, das gefällt mir auch heute teilweise noch, auch wenn es total eigentlich Schrott ist. Seien wir doch mal ehrlich, es ist doch scheiße. Window Color mache ich manchmal ganz gerne. Habe ich aber auch schon lange nicht gemacht, weil es geht mir unheimlich auf der Hand und das ist dann doch schon wieder ein bisschen schwierig für mich. Liegt vielleicht auch daran, dass ich, wenn ich ein und dieselbe Bewegung mache oder so, dann habe ich immer schnell Schmerzen und deswegen kann auch daran mit dran liegen. Aber ich bin auch einfach tierisch unkreativ, wenn es um selber machen geht. Kürbis oder Kastanien? Kastanien. Würdest du in einem Spukschloss übernachten? Oder in einem Spukhaus? Wenn ich es nicht alleine bin, ja. Nachtwanderung oder Lagerfeuer? Lagerfeuer ist bequemer. Früher hätte ich Nachtwanderung gesagt. Aber heute würde ich Lagerfeuer sagen. Hast du Angst vor Spinnen? Angst nicht. Aber ich muss die auch nicht um mich haben. Also, wenn ich draußen bin in freier Natur, stören sie mich überhaupt nicht. Im geschlossenen Raum kann ich es nicht ab. Dann muss mein Mann die entsorgen, entfernen, was auch immer. Ist aber auch nicht so, dass ich schreiend unbedingt rauslaufe. Gut, manchmal bin ich ein bisschen theatralisch, aber es geht. Deine Lieblingssüßigkeit? Meine Lieblingssüßigkeit? Ferrero Rocher. Oder Ferrero-Küsschen oder doch Moscherie? Ah, ich bin unentschlossen. Wovon bekommst du Gänsehaut? Das ist eine gute Frage. Ja, das, wenn ich das wüsste, das wäre mal... Wovon bekomme ich Gänsehaut? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer kommt auf so eine Frage? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war's auch schon, ne? Wovon bekommst du Gänsehaut? Woher soll ich denn das wissen? Ich bekomme so gut wie nie Gänsehaut. Ich habe schon Ewigkeiten keine Gänsehaut mehr gehabt. Ich weiß es nicht. Sorry. Ja, der Tag ist zwar jetzt schon abgelaufen und genau deswegen tagge ich jetzt auch keinen. Wenn ihr aber wollt, könnt ihr ihn euch gern speichern und nächstes Jahr machen. Ihr dürft aber auch jetzt noch, wenn ihr wollt. Ich hoffe, er war nicht zu langweilig für euch und ich bin dann jetzt mal raus. Ich bin gespannt, wann der Weihnachtstag kommt. Mache ich die dann zu Ostern? Na, mal gucken. Tschüss!